Hallo und herzlich willkommen bei Talk mit Sinn. Es ist das vierte Video in der Serie, wo es um den Sinn des Lebens geht. Wir versuchen uns dieser so bedeutenden Frage anhand der vier Lebensziele aus der vedischen Philosophie zu nähern. Der Gerhard war so nett und hat schon über ein Lebensziel, Dharma genannt, gesprochen, über das zweite Lebensziel, Artha genannt, und heute kommt Karma an die Reihe. Ich kann Ihnen nur empfehlen und ans Herz legen, dass Sie sich auch die anderen Videos dazu ansehen. Wenn Sie das noch nicht getan haben oder um in die Materie wieder hineinzukommen, gibt uns der Gerhard als allererstes einen kurzen Überblick zu allen vier Lebenszielen und was es kurz mit denen auf sich hat, bevor wir bei Karma weitermachen. Mhm. Und bevor du das tust, herzlich willkommen, lieber Gerhard. Liebe Brünnhilde, hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Schön, dass wir so schöne Sachen miteinander machen können und die Welt daran teilhaben lassen können. Ja. Gut. Ja, gut. Nochmal zu der Idee dahinter. Mhm. In der vedischen Philosophie gibt es diese sogenannten Purusharthas, das bedeutet übersetzt die vier vedischen Lebensziele. Und diese wollen den Zweck des menschlichen, den Sinn des menschlichen Lebens beschreiben. Denn darunter kann man alles unterordnen, was es an Sinn im Leben gibt, so als große Überschriften. Und die Auseinandersetzung mit diesem Thema soll uns damit helfen, dass man für sich herausfinden kann, wo habe ich denn meinen Schwerpunkt von diesen Vieren. Weil wenn ich weiß, ich tendiere mehr zu Ziel 1, 2, 3 oder 4, was man auch aus dem Horoskop herauslesen kann, tue ich mich schon leichter, meinen eigenen Lebenssinn herauszufinden, der besonders betont ist, obwohl alle vier wichtig sind. Nun zum Überblick jetzt erst. Das erste, was wir schon besprochen hatten, war das Thema Dharma. Dharma steht für Rechtschaffenheit, göttliche Ordnung, aber auch das Leben der Individualität. Das zweite war Artha, das steht für materielles Wohlergehen, sich zu kümmern, einen gesunden Körper zu haben, wirtschaftliches Streben, Wohlstand. Heute geht es um das Ziel Nummer 3, das ist das Thema Karma. Karma steht für Wünsche, jetzt mal als ein Wort. Und dann noch das vierte Ziel, das heißt Moksha, das steht für das Streben nach Befreiung, Erlösung, die Christen würden sagen Errettung, Erleuchtung oder aber auch einfach Auszeit haben, Erholung, Urlaub, mal raus aus dem Hamsterrad. Ja? Das ist auch ein natürliches Bedürfnis des Menschen. Und wir sprechen heute über Karma. Genau. Und dazu möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen, denn die Reihenfolge, wie du es aufbaust, ist bewusst so gewählt. Warum? Weil Dharma das Fundament von dem Haus darstellen soll. Und Dharma soll in Artha hineinfließen und Artha und Dharma sollen dann in Karma hineinfließen. Und deswegen das Fundament ist Dharma, also ein Stück weit mehr in der heutigen Zeit ausgesprochen Bestimmung, Berufung. Ja, was ist für Sie stimmig? Wozu fühlen Sie sich berufen? Und das sollte dann in Artha hineinfließen, um damit Ihr Geld zu verdienen, um damit zu arbeiten, um dem irgendwie nachzugehen. Mhm. Um dann drittens, und dazu kommen wir jetzt heute, zu Karma auszuleben. Und was bedeutet denn Karma im Sanskrit? Was finden wir dort an genau. Erklärung? Ja, also wenn man in ein Sanskrit-Lexikon schaut, also sprich die altindische Sprache ist ja Sanskrit, dann finden wir in der Übersetzung weltlicher Genuss, Verlangen, aber auch Lust. Ja? Leider wird es oft einseitig nur als Lust übersetzt, aber es ist viel mehr als wie das, weil mit Verlangen ist auch das Thema Wünsche gemeint. Sprich, da ist ein Begehren, noch irgendwie etwas haben oder erfahren zu wollen. Und so können wir das auch als Überschrift durch Wünsche bezeichnen, ja, denn Wünsche können ja auf unterschiedlichste Art und Weise ausgelebt werden und deswegen ist es auch gut, Wünsche zu gruppieren, denn natürlich gibt es Wünsche, die mehr kurzfristiger Natur sind und Wünsche, die langfristiger Natur sind, aber jetzt erstmal von der Sanskrit-Übersetzung, ich habe da nichts anderes sonst jetzt mal als wesentlich gefunden, könnten wir sagen, ja, es geht um
den materiellen Genuss, ja? Sprich, wie kann ich was speziell hier in der materiellen Welt als Genuss, als Sinneserfahrung mir einen Wunsch erfüllen kann, wie kann ich das erfahren? Genau, du hast Wünsche auch schon aufgeteilt, vielleicht könnte man sogar noch die Aufteilung machen, ein konstruktiver Wunsch und ein destruktiver Wunsch. Ja, da kommen wir natürlich dazu. Ja, genau, da möchte ich nichts vorwegnehmen, vielleicht kannst du das Ganze jetzt etwas deutlicher machen, mehr in die Tiefe gehen, dass wir uns besser etwas vorstellen können unter Karma. Ja, genau. Karma bedeutet also Wünsche und jeder Mensch hat Wünsche. Denn oft wird das Thema Wünsche irgendwie auch etwas negativ abgetan, was nicht ganz zu verneinen ist, denn natürlich, wenn wir wieder von der hohen Messlatte ausgehen, ist ja das Ziel, wunschlos zu werden, ja? Sprich, glücklich zu sein, also glücklich ist der, der keine Wünsche hat, weil der hat alles, ja? Weil wenn ich nichts mehr wünschen kann, dann bin ich natürlich glücklich. Aber man sollte nicht daraus ableiten, dass Wünsche etwas Negatives sind, denn Wünsche stellen ja den Antrieb dar, etwas noch erfahren zu wollen. Aber jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, den du schon mal gleich angesprochen hast. Natürlich wird empfohlen, die Wünsche auf eine sattwische Weise auszuleben. Da gibt es dieses Wort wieder sattwisch, das ist auch wieder ein vedischer Begriff. Sattwisch bedeutet auf eine reine Art und Weise auszuleben, ja. Und das bedeutet, wenn man jetzt schaut, meinetwegen, es ist ja egal, welches Themenbereich das ist, wir nehmen jetzt mal das Thema Nahrung, ja. Wenn ich jetzt, was ja auch im Yoga empfohlen wird, ja, empfehle, Wünsche auf sattwische Weise auszuleben, sprich auch sattwische Nahrung zu mir zu nehmen, dann sollte ich eben nur Nahrung zu mir nehmen, die rein ist. Also sprich, kein Alkohol, ja, oder kein Töten von Tieren, ja, weil das ist das Gegenteil von sattwischer Nahrung, ja. Und genauso bedeutet es aber auch, man kann weitergehen, meinetwegen, in die Sexualität, ja, auch hier dies auf eine reine Weise auszuleben, ja, und eben eher in Richtung, wie soll ich sagen, einen sehr bedachtsamen Umgang mit dieser so schönen Seite des Lebens zu pflegen, ja. Und was ich aber, also das ist die eine Seite, wie lebe ich die Wünsche aus, ja, dass ich nicht einem dritten Wesen, einem anderen Menschen oder geschweige denn einem anderen Geschöpf, durch mein Bedürfnis, irgendwelchen einen Wunsch ausleben zu wollen, einen Schaden zufüge, ja, oder hier irgendwelche Grenzen übertrete, das geht nicht, ja. Also das wird, so wird es empfohlen, das wäre eine gesunde Art und Weise, also Wünsche auf eine ethische und moralische Art und Weise auszuleben. Ja? Das wäre das, was dahinter ist. Da könnte man natürlich ganz groß einsteigen, weil die Messlatte ist hier sehr, sehr hoch. Aber nochmal, Wünsche sind wichtig, weil sie helfen uns, dass wir auch wieder uns etwas ausruhen, Spaß haben, weil wir anderweitig natürlich beschäftigt sind, unsere Pflichten wahrzunehmen, das wirtschaftliche Streben. Und es gehört zu den Anstrengungen genauso auch die Erholung dazu. Und das Erfahren von Wünschen ist ein Feld, wie ich mir, wenn man so will, etwas Freude machen kann durch ein sattwisches, durch ein gutes, reines Essen, einen Theaterbesuch, eine schöne Radtour, eine Bergwanderung, ein romantisches Picknick mit meiner Frau am Meer oder ich gehe meinetwegen zum Schwimmen. Da gibt es viele Dinge, die eben sattwischer Natur sind. Allerdings kann man darin allein auf Dauer keine Befriedigung finden. Jetzt kommen wir schon wieder auf die andere Seite und dann wird das Ganze immer weiter überdreht, ja, dann werden es nicht mehr Wünsche, sondern dann braucht man einen Kick, dass man überhaupt noch Spaß hat. Das sind dann alles die
Themen, denn aus der reinen Wunscherfüllung kommt eben, oder aus dem Streben nach Wunscherfüllung kommt eben nicht die höchste Erfüllung. Da gibt es noch was anderes, da sprechen wir dann das nächste Mal drüber. Damit wir im Überblick bleiben, vielleicht auch nur so jetzt zur Gruppierung der Wünsche. Es gibt also die kurzfristigen Wünsche, wo ich sage, ja, jetzt gönne ich mir mal ein gutes Essen, jetzt kaufe ich mir mal eine schöne Tischdecke, dann erfreue ich mich, ja, dass meine Küche besser ausschaut. Jetzt kaufe ich mir oder erfülle mir einen anderen Wunsch, meinetwegen, ich gehe ins Kino, kommt ein guter Film. Aber die sind eigentlich nur kurzfristige Bedürfnisbefriedigung. Ist in Ordnung, ja, das gehört zum menschlichen Leben dazu. Aber jetzt kommen wir noch zu den langfristigen Wünschen oder größten Wünschen im Leben eines Menschen. Die sind ursächlich dafür, warum die Seele auch hierher gekommen sind, weil Wünsche bedeuten auch Bindung. Das bedeutet, solange wir bestimmte Wünsche nicht erfahren haben, geht die Seele dorthin, wo sie gebunden ist. Und wenn sie meinetwegen aus dem letzten Leben geschieden ist, die Seele, also ihren Körper verlassen hat, und hat meinetwegen noch nicht eine erfüllte Beziehung erfahren, obwohl es ihr größter Wunsch ist, dann wird die Seele durch diese nicht erfahrene, durch dieses nicht erlebte Erfahrung einer erfüllten Beziehung, durch ihr Verlangen und Begehren gebunden an die Wiedergeburt, sprich nochmal hierher zu kommen, um jetzt diesen unerlebten Wunsch erfahren zu können. Und das bedeutet, dass dies sehr, sehr wichtig ist, für sich herauszubekommen, worin bestehen denn meine größten Wünsche im Leben. Und dann sollte man sich auch nicht auf meinetwegen, ja, ich will ein Haus, einen Partner, 5 Kinder, einen Hund, 3-mal im Jahr in Urlaub fahren und dies und das. Dann hat man 10 größte Wünsche und die Energie zersplittert sich und man kommt nirgendwo an. Besser ist es wirklich auf 1, 2, 3 größte Wünsche, ja, sich zu fokussieren, die Energie zu bündeln und mit Vorfreude und ohne anzuhaften, ohne zu erwarten, sondern einfach sich darauf vorzubereiten, sein Bestes zu geben und sich an dem erfreuen, was passiert. Das wäre halt der Weg, ja, um frei zu werden von diesen Wünschen. Und vielleicht kann es aber auch sein, dass sich der Wunsch nicht erfüllt, ja, dann ist es auch nicht schlimm, weil man erkennt vielleicht, naja, eigentlich ist es doch nicht so interessant. Ich lasse den Wunsch eher los, weil ich merke jetzt schon, wenn ich mich immer mehr damit beschäftige, das ist doch nicht das, was ich so mir darunter vorgestellt habe. In beiden Fällen geht es darum, mit diesem Thema dieses größten Wunsches in Frieden zu kommen. Oder selbst wenn es interessant ist, auch da geht manchmal was nicht auf. Auch dann ist es besser, nicht zu hadern, sondern Frieden zu schließen, Frieden. Und zu akzeptieren. Frieden. Auch wenn wir die Gründe manchmal nicht verstehen, ja, warum es so ist und wir unbedingt wollen. Und wenn, ja, wir unser Bestes gegeben haben, ja, und es funktioniert einfach trotzdem nicht, ja, dann lieber in die Akzeptanz und in den Frieden wieder gehen. Ja, ja, also Wünsche ist ein Riesenthema. Mhm. Mir ist zu dem Sattva noch eingefallen, warum ist es überhaupt wichtig, ja, eben bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge nicht zu tun. Und das hat ja auch viel mit diesem Gesetz, was hier in der Welt gibt, von Ursache und Wirkung zu tun. Wenn ich etwas Gutes, Konstruktives sehe, tue, denke, rede, kommt auch so eine Auswirkung zurück. Aber wenn ich etwas Destruktives, Zerstörerisches tue, denke, rede, fühle, handle, ja, dann kommt auch etwas Negatives auf mich zurück. Und aber das wäre eine eigene Serie für sich alleine. Wir haben alle Wünsche. Ich glaube, auch solange wir Wünsche haben, sind wir hier. Wenn wir mal wunschlos glücklich sind, dann stellt sich auch die Frage, werden wir dann überhaupt noch hier sein? Oder hat sich das dann auf dieser Ebene hier erstmal erledigt? Weil wir gehen ja auch mit Dingen oder Orten, Planeten in Resonanz. Und wenn jemand wirklich keine Wünsche mehr hat, vielleicht hat er dann auch kein Karma mehr und dann keine Ahnung, wohin er geht. Ich kann mich nicht erinnern, falls ich schon mal dort war, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, solange wir Wünsche haben, sind wir hier und wir brauchen auch einen gesunden Umgang mit unseren Wünschen, das habe ich auch rausgehört bei dir, und auch Unterscheidungsfähigkeit. Mhm. Ja? Denn nicht alles, was wir unbedingt wollen,
muss auch gut sein für uns oder für die anderen, die da mit involviert sind. Und jetzt kommen wir auch wieder zu, ich sag mal, zu der Gesellschaft, in der wir leben, weil wir werden ja regelrecht bombardiert mit Informationen, mit Eindrücken, was der Mensch so alles haben sollte oder wonach er alles so streben sollte. Und was, wenn man das hat, dann ist man integriert in der Gesellschaft. Was, wenn man das hat, dann kriegt man Anerkennung und so weiter und so fort. Ja? Und oft sind es wirklich nur, weil das, der Druck so aufgebaut wird um uns herum von allen Seiten, denken wir dann auch tatsächlich, es ist mein Wunsch. Es ist mein Wunsch, jedes Jahr ein neues Handy haben zu müssen. Es ist mein Wunsch, sobald irgendeine neue Technologie rauskommt, muss ich die sofort haben. Und das geht in allen Bereichen. Oh, es ist mein Wunsch, ich muss immer die neueste Mode tragen. Ja? Die neueste Handtasche haben. Das neueste Auto haben. Ja? Ist das so? Ich meine, die Wirtschaft freut sich. Aber das sind letztlich erzeugte Wünsche. Das sind nicht wahre Wünsche. Und so müssen wir uns auch letztlich auch bei Karma, beim Ausleben der Wünsche, lieber mal zurücknehmen und prüfen, was ist wirklich unser Wunsch, ja, und was kam von außen, was mir aber gar nicht so wichtig ist. Aber wir rennen dann dafür, ja? Wir rennen, investieren Zeit und Arbeit und Energie für etwas, was vielleicht gar nicht mal unser Wunsch ist. So ist es, absolut. Also deswegen, da sehen wir auch wieder, wie das Thema Dharma hineinwirkt, auch in diesen Lebensbereich, nicht? Denn Dharma bedeutet, ich sollte die Wünsche auf der Basis meiner Individualität ausleben und auf eine ethische Weise. Ja? Und mit der Individualität, das hast du gerade gesagt, also nehmen wir jetzt mal so einen Trend. Ich tue das nicht jetzt beurteilen, ich beobachte nur, dass das ein Trend ist. Meinetwegen das Thema, sich zu piercen, zu stechen mit irgendwas. Ja? Oder mit den die Fingernägel jetzt so und so zu machen. Ja? Das ist ein Trend, weil das fällt auf, da gibt es viele Geschäfte und viele Menschen, die das haben. So. Trend bedeutet aber, das ist der Individualität entgegengesetzt, sondern es ist eine Erscheinung, der einer gewissen größeren Gruppe folgt. Und jetzt entscheiden Menschen sich dafür, meinetwegen diesem Trend zu folgen. Aber jetzt kommt hier das Trickreiche dahinter. Oft werden die Dinge getan aus einem Streben nach Wertschätzung, weil jeder Mensch hat das natürliche Bedürfnis, den Wunsch, dazuzugehören, sich mit was zu identifizieren oder Aufmerksamkeit zu erlangen, indem andere sagen, oh, hast du was Tolles da, ja? Wo hast du denn das machen lassen, ja? Oh, ja, ich werde gesehen, ja? Und dieses Streben nach Anerkennung aufgrund einer inneren Bedürftigkeit, die eben, weil diese Dinge ja letztlich keine innere Erfüllung bringen, ja, auf Dauer zumindest, ja, was das Wunscherfüllungsthema angeht, macht man solche Sachen, die aber letztlich aus einem anderen Motiv heraus getan werden. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ja. Mir fällt es zum Beispiel auch immer auf, beim Joggen, ja, wir tun ja gemeinsam, genau gesagt, dreimal die Woche in der Früh joggen. Und dann sehen wir die Leute im Auto, wie sie fahren. Und ich weiß, über die Hälfte hat das Handy am Ohr, ja, jetzt zum Beispiel. Auf Zypern jetzt. Jetzt auf Zypern. Und das ist, wenn man so will, ja auch diese Thematik, dass es viel das Thema Anerkennung und Wertschätzung ist. Ja, man will einfach wahrgenommen werden, wertgeschätzt werden, aber woher kommt es? Weil es innen eine Bedürftigkeit gibt. Und so werden Wünsche, sind wir beim Thema, oft auf eine Art und Weise ausgelebt, die aber nicht mit der Individualität einhergehen, weil dann wird man es vielleicht doch nicht machen oder haben wollen. Aber mei, es ist halt jetzt, die Zeit ist halt so, das machen andere, das schaut doch toll aus. Und wenn dann einer sagt, Mensch, was hast du da für eine tolle Sache da auf deinem Körper? Oh, ja. Ich sage nicht, dass das bei jedem so ist, aber man muss da sehr, sehr genau hinschauen und aufrichtig zu sich selbst wäre man dann, wenn man wirklich aus der eigenen Individualität heraus das macht. Genau. Also zum Thema Handy, danke für den Stichpunkt. Ich möchte sagen, wie schwierig es wirklich ist, wenn man gegen den Trend geht. Weil heute jeder hat sein Handy an, die meisten den ganzen Tag, die meisten haben es sogar noch neben dem Bett liegen und ist die ganze Zeit an. Ist ja in Ordnung, soll jeder machen, wie er möchte. Ich habe kein Problem damit. Jedem seines, mir meines. So. Aber wir
wir haben das jetzt die meiste Zeit aus. Ja. Wir schalten es am Tag ein-, zweimal an. Sie können sich nicht vorstellen, was für einen Druck wir teilweise sogar aus eigenen Familienkreisen bekommen. Die Menschen können es nicht nachvollziehen. Und das ist richtig, richtig heftiges Thema, was zu Meinungsverschiedenheiten führt, nur weil wir das nicht so machen mit dem Handy, wie alle anderen das tun. Ja, haben wir einen an der Waffel so ungefähr. Ja. Ja. Und das ist aber das Los, wenn Sie anfangen, mehr in Ihre Individualität zu kommen, haben Sie gar keine andere Wahl. Da werden Sie die Muckis entwickeln müssen, die inneren und die mentalen, um sich eben gegen so etwas zu stellen, dem anderen sein zu lassen, aber sich nicht ihres kaputt machen lassen. Genau, ist ganz wichtig. Na, ja. Man gibt da einen schönen Satz, wer zurück zur Quelle will oder zu sich selbst kommen will, muss gegen den Strom schwimmen. Genau. Also ich kann gar nicht mit der Masse mitgehen, wenn ich wirklich selbstwärts zu mir gehe. Ist unmöglich. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viel über Beispiele gesprochen, ja, so Wünsche, zwischendrin jetzt schon, außer du hast noch ein spezielles, dann kannst du das gerne noch sagen und wenn nicht, dann können wir eine Überleitung zum vedischen Horoskop machen, wenn du möchtest. Ja, ja, also ich möchte nur noch mal abschließend dazu sagen, das Ziel wäre, sich sehr bewusst mit seinen eigenen Wünschen, vor allem mit den größten Wünschen im Leben zu beschäftigen, sich auf die ein, zwei größten Wünsche im Leben zu fokussieren, das wirklich auch herauszufinden, was das ist, und dann Schritt für Schritt mit großer Vorfreude vor allem auf die langfristige Erfüllung oder die Erfüllung der langfristigen größten Wünsche hinzuarbeiten, um das Leben dafür zu nutzen, davon frei zu werden, damit komme ich in Richtung Enthaftung oder dass ich nicht mehr anhafte an die Wünsche, weil vorher ist immer die Vorstellung, dass ich anhafte, ich brauche das unbedingt, weil ich meine, ich habe es noch nicht, das Innen genügt noch nicht. Und damit werde ich frei und die Seele kann weiter lichtwärts schreiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich danke dir. Ich möchte jetzt doch noch ein persönliches großen Wunsch von mir mitteilen, weil das passt jetzt gerade sehr. Seitdem ich denken kann, seitdem ich ein Teenager bin, war mein größter Wunsch immer, die Liebe in einer erfüllten Beziehung zu finden. Ich habe sie immer gesucht und ich hatte immer ein Gefühl, es muss irgendwo für mein Töpfchen das passende Deckelchen geben. Und ich bin aber von einer Enttäuschung in die nächste, Und dann habe ich mit 29 entschieden, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Jedes Mal mit jeder Enttäuschung wird ein weiteres Stück von meinem Herzen rausgerissen. Vielleicht gibt es das, was ich mir wünsche, was ich so gerne hätte, doch nicht. Und ich gebe es auf und ich lasse es. Und dann habe ich mich entschieden, ich gebe mein Herz und mein Leben Gott. Ich bin für 5 Monate in ein Meditationszentrum gegangen. Ich habe das Leben hier hinter mir gelassen, habe 2 Koffer noch besessen und dachte, ich bin in diesem Zentrum für immer und ewig so wie eine Art Nonne. Nach 5 Monaten ist dann etwas passiert, dass ich vorübergehend raus musste wieder in die Welt und das war mein Glück, denn dann habe ich Gerhard kennengelernt und mein größter Wunsch ging in Erfüllung und natürlich mussten und müssen vielleicht teilweise auch noch alte Wunden geheilt werden, weil wenn jemand verletzt ist, dann heilt man ja auch erst in einer Beziehung wieder miteinander und du bringst ja auch dein eigenes Päckchen mit von da. Aber wir machen das sehr gut. Ich bin sehr stolz auf uns und ich wollte Sie nur daran teilhaben lassen. Das ist mein größter Wunsch, hier neben mir sitzt. Ja, wichtig ist. Also ich hätte gar nicht, glaube ich, anders gekonnt, weil das war von klein auf so stark in mir, diese Suche. Und wenn das dann plötzlich da ist, dann wissen Sie auch, aha, jetzt ist es da. Und wo es nicht da war, wusste ich auch mal, nee, da stimmt noch etwas nicht. Ja, da passt noch etwas nicht ganz. Ja. Und jetzt passt es aber. Und so können wir gemeinsam vorwärts marschieren und Gutes tun für uns und für andere. Und ja, danke für deine Geduld. Ich wollte gerne dieses Beispiel noch teilen. Und jetzt kommen wir, wie können wir Karma im vedischen Horoskop sehen, wenn sich jemand dafür interessiert, worauf muss er da gucken? Ja,
Also generell das Thema Wünsche, alles was mit etwas Verlangen, Begehren, haben wollen zu tun hat, wird in der vedischen Astrologie den Häusern 3, 7 und 11 zugeordnet. Das dritte Haus hat etwas mehr zu tun mit den kurzfristigen Wünschen, ja, wo man sagt, ja, ich will meinetwegen irgendwie Spaß haben oder etwas lernen oder Musik hören oder so. Ja. Das siebte Haus hat mehr mit dem Verlangen nach einer Beziehung zu tun. Und das elfte Haus hat mit der Erfüllung der größten Wünsche zu tun und auch in der Gesellschaft wertgeschätzt zu werden. Letztlich, alle diese drei Häuser in der indischen Astrologie werden zu den sogenannten ungünstigen Häusern gezählt, weil sie immer noch Anhaftung bedeuten, denn da immer, wenn noch Wünsche bestehen, nach vedischer Terminologie muss die Seele wieder inkarnieren, bis sie wunschlos glücklich wird. Deswegen kann man schauen, wo jetzt in den Häusern 3, 7 und 11, wenn darin Planeten enthalten sind, dann wird es ein Mensch sein, der hierher gekommen ist, um ja, primär sich Wünsche zu erfüllen. Ja, er wird eine starke, kann man sagen, Wunschnatur besitzen, will das haben, das erfahren, das kennenlernen, das machen, das haben. Ja. Und so ist es für so einen Menschen wichtig, dass er diese Suche nach Erfüllung seiner Wünsche in einer nicht anhaftenden Art und Weise betreibt, weil aus dem Wunsch, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, entstehen ja Handlungen. Und aus Handlung entsteht Karma. Aus Karma entsteht wieder Bindung. Und so wäre das Streben nach Erfüllung von Wünschen in einer nicht anhaftenden Art und Weise zu machen. Sprich, ich tue was dafür, dass ich mir meine Wünsche erfülle, auf eine moralisch, ethisch nicht anhaftende Art und Weise. Und was dann zu mir kommt, wie viel Gott mir gibt, also was dann mein Leben mir bringt, das nehme ich als den gerechten Lohn an, was mir zusteht aufgrund meiner vergangenen Saaten, und hadere nicht, weil ich schon wieder was anderes bräuchte, mehr möchte. Das wäre eine ungesunde Art und Weise, diesen Pfad Karma, wenn das dann der Hauptpfad wäre, auszuleben. Ja? Aber ansonsten, wie gesagt, ist es genauso in Ordnung, wenn jemand den Schwerpunkt da hat und befinden sich wichtige Planeten in diesen Häusern 3, 7 und 11 oder viele Planeten in den Häusern 3, 7 und 11, dann ist es ein Mensch, starke Wunschnatur. Ja, und dann sollte man das auch zu seinem Thema machen, dass man halt dieses Leben sehr dafür nutzt, möglichst viel von diesen Wünschen sich auf eine gesunde Weise zu erfüllen oder auch durch die Auseinandersetzung mit derselben zu ersehen, ist ja vielleicht doch nicht so wichtig, der Wunsch, ich lasse den los, weil, oh Gott, bis ich wirklich da meinetwegen jetzt mir ein Boot kaufe, das kostet ja 300.000 Euro, das ist jetzt doch zu viel, lass den Wunsch los, weil das ist mir der Aufwand nicht wert. Dann miete ich mir lieber eins, ja, für die paar Fahrten, wo ich mache. So. Ja, sehr schön. Mir fällt da auch ein, die Stärke der Venus sagt etwas darüber aus, dass ein Mensch gute Entscheidungen treffen kann. Ja. Gute Entscheidungen zu treffen bedeutet, ich möchte etwas, aber Moment mal, ich weiß, es gibt einen Preis zu bezahlen. Preis zu bezahlen. Und bin ich bereit, diesen Preis tatsächlich zu bezahlen? Weil oft denken wir nur, ich will was. Aber wir denken nicht, da ist ein Preis zu bezahlen. Ja, ja. Der Preis muss nicht immer in Geld sein, Energie, Aufmerksamkeit, was auch immer. Und ein Mensch mit einer guten Venus im Horoskop, der weiß, das ist es mir wert, ich bringe den Einsatz, oh, das ist es mir nicht wert, ich lasse es fallen. Ja. Und so gibt es viele Möglichkeiten, das zu deuten, lieber Gerhard, wenn jemand Interesse hat, wie kann er das mit dir gemeinsam vielleicht tun oder da mehr in die Tiefe gehen? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine noch ganz aktuelle Möglichkeit sind die Herbstseminare hier auf Zypern, wo wir im Kreis von Gleichgesinnten anhand des eigenen vedischen Horoskops hier stärker einsteigen, auch zum Thema der Lebensziele zu schauen, welcher Pfad ist dominant, wie möchte der Pfad erfahren und erfüllt werden und so weiter und so fort. Das dafür wäre jetzt auch schon in Kürze Anmeldeschluss. Und das ist eine Möglichkeit.
Und dann gibt es aber auch meine Online-Schule für vedische Astrologie, wo man sich selbst, das Leben, das Thema der Lebensziele und vieles mehr anhand des eigenen vedischen Horoskops in der Tiefe erlernen kann, um mehr selbst- und lichtwärts voranzuschreiten. Sehr schön, Gerhard. Und wenn jemand jetzt mehr Informationen dazu haben möchte, wie kommt er dahin? Ja, dazu ist unterhalb dieses Videos auch ein Link vorbereitet, wie Sie auf mehrere oder wie Sie auf eine Seite kommen können bezüglich den Seminaren auf Zypern. Und ein Link ist vorbereitet, wo Sie mehr über die vedische Astrologie-Schule erfahren. Genau. Lieber Gerhard, Liebe Brüder, vielen Dank. Wir nehmen uns zwar immer vor, es in 20 Minuten zu schaffen, aber wir sind, wie sagt man so schön, Maulwerker. Wir sind keine Handwerker. Wir sind Maulwerker. Unser Handwerk ist, das Maulwerk sozusagen, ist zwar etwas derb bayerisch, aber vielleicht verstehen Sie, was wir meinen. Wir sind beide nicht auf den Mund gefallen und dann fällt uns auch so viel ein, was wir alles noch teilen möchten. Naja, gut. Vielen Dank. Wir haben noch ein Video, ein Interview und da geht es dann um das vierte Lebensziel, das ist Moksha. Bis dahin, Ihnen alles Liebe und alles Gute. Vielen Dank.